Die Titanic, ein britisches Linienschiff der White Star Line, erlitt im Nordatlantik ein tragisches Schicksal. Das Schiff sank, nachdem es während seiner Jungfernfahrt von Southampton, England, nach New York City gegen einen Eisberg gestoßen war. Diese Katastrophe bleibt der tödlichste Untergang eines Ozeandampfers oder Kreuzfahrtschiffes in Friedenszeiten. Die Titanic, gebaut von der Werft Harland & Wolff in Belfast, Nordirland, war ein beeindruckendes Schiff mit einer Länge von 882 Fuß und 9 Zoll und einer maximalen Breite von 92 Fuß und 6 Zoll. Es verfügte über 10 Decks, die jeweils unterschiedlichen Zwecken dienten. Von der Unterbringung von Rettungsbooten auf dem Bootsdeck bis hin zur Unterbringung von erstklassigen Kabinen und öffentlichen Bereichen auf den Promenaden und Lounge-Decks. Das Schiff beförderte eine Vielzahl von Passagieren, darunter wohlhabende Menschen und zahlreiche Einwanderer, die in Amerika und Kanada ein neues Leben suchten. Trotz seiner erheblichen Auswirkungen auf Literatur und Film bleibt der Untergang der Titanic ein rätselhaftes Ereignis in der Geschichte. Hier sind einige der erhaltenen Fotos der Titanic vor ihrem Untergang. Der Junge auf dem Deck der Titanic. In dem legendären Film Titanic aus dem Jahr 1997 gibt es eine Szene, in der ein kleiner Junge auf dem Schiffsdeck mit einem Kreisel spielt. Interessanterweise ist diese Szene eine Nachbildung eines echten Fotos, das an Bord der Titanic aufgenommen wurde. Das Foto wurde auf einem der Oberdecks der Titanic aufgenommen, nur wenige Tage bevor das tragische Schiff sein schicksalhaftes Ende erlebte. Das Datum war der 11. April 1912. Das Foto zeigt einen sechsjährigen Jungen namens Robert Douglas Bedden, der fröhlich seinen Kreisel drehte, während sein Vater und andere Passagiere die Szene beobachteten. Der junge Robert war ein Passagier der ersten Klasse aus einer wohlhabenden Familie. In Begleitung seiner Familie reiste er nach einem Familienausflug in Algerien mit der Titanic zurück zu seinem Wohnsitz in Tuxedo Park, New York. Aber was ist mit diesem kleinen Jungen passiert? Nun, ich habe tief und fest geschlafen, als die Titanic den Eisberg traf. Inmitten des Chaos des Untergangs wachte er kurz auf, als seine Nanny Elizabeth Burns ihm versicherte, dass sie ihn auf eine Reise zu den Sternen mitnehmen würde. Es heißt, Robert sei wieder eingeschlafen, ohne sich der bevorstehenden Tragödie bewusst zu sein. Als er am nächsten Morgen endlich aufwachte, befand er sich in einem Rettungsboot, nachdem er die Katastrophe überlebt hatte. Tragischerweise nahm Roberts Geschichte 1915 im zarten Alter von 9 Jahren eine fatale Wendung, als er vorzeitig starb, nachdem er in Maine von einem Auto angefahren worden war. Angesichts der begrenzten Anzahl von Autos, die zu diesem Zeitpunkt auf den Straßen unterwegs waren, gilt sein Unfall als einer der frühesten aufgezeichneten Vorfälle im Zusammenhang mit Autos in der Geschichte des Staates. Der Eisberg, der die Titanic versenkte. Es ist allgemein bekannt, dass der Untergang der Titanic durch einen Eisberg verursacht wurde, aber bedenken Sie Folgendes. Nur 2 Tage vor der Katastrophe hatte der Kapitän eines anderen Schiffes, das den Atlantik überquerte, das Glück, ein unglaubliches Schwarz-Weiß-Foto eines riesigen Eisbergs zu machen. Und das Schockierendste ist, dass es sich vermutlich um denselben Eisberg handelt, der die Titanic versenkt hat. Dieser Kapitän namens W. Wood diente auf der SS Etonien, einem britischen Handelsschiff, und hatte eine Leidenschaft für die Fotografie. Glücklicherweise hatte er seine Kamera zur Hand und schaffte es, die Unermesslichkeit dieses Eisbergs einzufangen. Das wirklich Interessante daran ist, dass Kapitän Wood die genauen Koordinaten des Eisbergs aufschrieb, die fast genau mit der Stelle übereinstimmten, an der die Titanic abstürzte und sank, wobei 1522 Menschen ums Leben kamen. Bei seiner Ankunft in New York teilte Kapitän Wood das Foto und schickte eine Kopie an seinen Urgroßvater mit einem Brief, in dem es hieß, dieser Eisberg sei die Ursache für die Titanic-Katastrophe. Auf das Foto schrieb er mit fetter schwarzer Tinte, Eisberg aufgenommen von Kapitän Wood, SS. Etonien, bei 41 Grad 50 Minuten nördlicher Breite und 49 Grad 50 Minuten westlicher Länge am 12. April um 16 Uhr. Obwohl im Laufe des vergangenen Jahrhunderts weitere Fotos von Eisbergen auf der Route der Titanic zu sehen waren, ist das Faszinierende an Captain Woods Foto die Tatsache,
dass die Form des Eisbergs stark den Zeichnungen und Beschreibungen von Augenzeugen des Eisbergs ähnelt, der das Schicksal der Titanic bei ihrer tragischen Kollision besiegelte am 14. April 1912 um 22 Uhr und 20 Minuten, Untergang innerhalb von 3 Stunden. Passagiere der dritten Klasse. Das nächste Foto bietet einen Einblick in die Erfahrungen von Passagieren der dritten Klasse, auch Vordeckpassagiere genannt, die sich an Bord der Titanic einleben. Auf der Titanic teilten sich Passagiere der dritten Klasse Gemeinschaftsbäder, aßen gemeinsam in speziellen Speiseräumen und schliefen in Kabinen mit 4 Personen pro Zimmer. Obwohl sie als dritte Klasse galten, waren die Unterkünfte, die diesen Passagieren auf der Titanic geboten wurden, im Vergleich zu dem, was sie gewohnt waren, bemerkenswert gut. Obwohl der den Zwischendeckpassagieren zur Verfügung stehende Raum relativ klein war und sie Zugang zu sehr wenigen Annehmlichkeiten hatten, bestand ein bemerkenswerter Vorteil für sie darin, dass sie mit Mahlzeiten versorgt wurden. Eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu vielen anderen Dampfschiffen der damaligen Zeit, auf denen sie mit Mahlzeiten versorgt wurden, er erwartete von den Vordeckpassagieren, dass sie ihr eigenes Essen mitbrachten. Obwohl sich die Kabinen der dritten Klasse in weniger bevorzugten Bereichen der Titanic befanden, in der Nähe des Motorenlärms, verfügten sie über Annehmlichkeiten wie fließendes Wasser und Strom. Alleinstehende Männer wurden im Bug des Schiffes untergebracht, während alleinstehende Frauen und Familien im Heck untergebracht waren, wo es für sie größere Kabinen gab. Obwohl die Kabinen für die damalige Zeit geräumig waren, waren sie unregelmäßig geformt, um der Form des Schiffes zu entsprechen. Zusätzlich zu den Kabinen gab es einen Gemeinschaftsraum für Passagiere der dritten Klasse, in dem sie sich treffen, lesen und spielen konnten. Und obwohl sie weder das Fitnessstudio noch den Pool nutzen konnten, veranstalteten sie ihre eigenen Partys. Die meisten der 700 Zwischendeckpassagiere waren Einwanderer, die über die Titanic eine Zukunft in den Vereinigten Staaten suchten. Leider haben es viele nicht geschafft, da nur 25% die Tragödie überlebten und nur ein kleiner Teil dieser Gruppe Männer waren. Titanic-Rettungswesten. Dieses Foto ist Teil eines Albums eines Passagiers, der die Titanic vor ihrem Untergang verließ. Die Titanic hatte Schwimmwesten für jedermann, aus Segeltuch und Kork, aber sie waren zerbrechlich konstruiert und mit Seilen festgebunden. Tragischerweise sprangen einige Passagiere beim Untergang der Titanic ins Wasser und wurden durch den Aufprall aufgrund der Konstruktion der Westen bewusstlos. Viele ertranken oder erlitten Verletzungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Design der Korkwesten verbessert. Obwohl es Probleme gab, gibt es immer noch die originalen Titanic-Westen, die bei Auktionen hohe Preise erzielt haben. Der Kapitän und der Quartiermeister der Titanic. Dieses Foto zeigt Kapitän Edward J. Smith, den britischen Kapitän der Titanic, mit dem Quartiermeister des Schiffes, Hugh Walter McElroy. Das Bild wurde von einem Passagier aufgenommen, der 3 Tage vor dem tragischen Untergang in Queenstown, Irland, von Bord ging. Leider kamen beide bei der Katastrophe ums Leben. 3 Tage nach dem Aufbruch zu seiner ersten Reise von Southampton aus setzte Kapitän Smith seine Sonntagsroutine fort, inspizierte das Schiff und hielt einen Gottesdienst. Als am 14. April 1912 die Nacht hereinbrach, sanken die Temperaturen und die Oberfläche des Atlantiks schien ruhig zu sein, was es im Frühjahr schwierig machte, Eisberge in der Region zu entdecken. Trotz der Bedingungen behielt Kapitän Smith seine Höchstgeschwindigkeit bei und war zuversichtlich, dass die Besatzung schnell auf Eisberge reagieren konnte. In der Nacht des 14. April befand er sich jedoch nicht auf der Brücke, als das Schiff auf einen Eisberg prallte. Als er von den Schäden erfuhr, beauftragte er Thomas Andrews, den Konstrukteur der Titanic, mit der Bewertung, der zu dem Schluss kam, dass das Schiff sinken würde. Um 2 Uhr und 20 Minuten morgens M. Am 15. April erlitt die Titanic ihr tragisches Schicksal. Kapitän Smith wurde zuletzt auf der Brücke gesehen, obwohl Berichte über die Rettung eines Kindes weitgehend zurückgewiesen wurden. Seine Leiche wurde nie gefunden. Die Meinungen über Smiths Vorgehen gehen auseinander, einige kritisieren ihn dafür, dass er nicht langsamer wurde, während andere meinen, er habe geglaubt, er könne manövrieren.
Auch seine Abwesenheit auf der Brücke während der Begegnung mit dem Eisfeld wird in Frage gestellt. Vom tragischen Schicksal der Titanic, einem der berühmtesten Schiffswracks der Geschichte, führt uns die Reise zu einem weiteren Unterwasservorfall, der einen unauslöschlichen Eindruck im kollektiven Gedächtnis hinterlassen hat, dem unglücklichen Unfall des U-Bootes Ocean Gate. Die ganze Welt sah zu, wie ein Timer auf den bevorstehenden Tod von 5 Passagieren des U-Bootes Ocean Gate eingestellt wurde, da das Schiff in der Unermesslichkeit und Tiefe des Ozeans unterging. Berichten zufolge verfügte das U-Boot nur über eine Sauerstoffversorgung von etwa 96 Stunden. Obwohl viele Nachrichtensender und Social-Media-Seiten einen Live-Countdown dieser hoffnungsvollen 96 Stunden durchführten. Als die Uhr Null erreichte, hörten alle Rettungseinsätze immer wieder auf, als die berüchtigte Ocean Gate Expedition eine bedauerliche Erklärung zum Tod der 5 Passagiere abgab, darunter auch der CEO des Unternehmens, Stockton Rush. Alles in allem war die Rettungsmission ein Wettlauf gegen die Zeit und es gibt nun aktuelle Berichte, die darauf hindeuten, dass der Ausgang der Mission von Anfang an vorbestimmt oder manipuliert war. Das U-Boot befand sich in einem schlechten Zustand und die Sicherheitsvorschriften wurden eindeutig missachtet, was zu seiner Verurteilung lange vor Beginn der Expedition führte. In Situationen, in denen man andere anstecken kann, geht es nicht nur um sich selbst, sondern um das kollektive Wohlbefinden, wobei die Gesundheit im Allgemeinen Vorrang hat. Darüber hinaus waren die Bedingungen rund um die Rettungsmission äußerst schwierig. Die Retter befürchteten, dass dem U-Boot angesichts der Anzahl der Passagiere vor Ablauf der vorgesehenen 96 Stunden der Sauerstoff ausgehen würde. Und viele Nachrichtenberichte berichteten unermüdlich, dass die Rettungsmission auch die gleiche Anzahl von Stunden hatte, um das vermisste U-Boot zu lokalisieren. Die Experten mussten hierzu ihre Meinung äußern. Nach Angaben von Titanic-U-Boot und Expeditionsexperten hatten die Retter etwa 76 Stunden Zeit, um das vermisste Ocean-Gate-Schiff zu lokalisieren. Selbst dann waren die Chancen, die Passagiere lebend zu finden, recht gering. So teuflisch es auch erscheinen mag, die Passagiere hatten keinen Ausweg. Es ist wahr, dass jeder Mensch, der versucht, 4 Kilometer unter der Meeresoberfläche zu schwimmen, vom Meeresdruck zerquetscht wird, aber Menschen neigen dazu, um ihr Überleben zu kämpfen, oder? Obwohl man es kaum glauben mag, waren die 5 Passagiere im Inneren des U-Bootes gefangen, sodass die Bootstür nur von außen geöffnet werden konnte. Es ist nicht schwer zu verstehen, was das bedeutet. Selbst wenn das U-Boot mit lebenden Passagieren auf dem Meeresgrund gefunden würde, wären Rettungseinsätze der US-Küstenwache aufgrund der großen Tiefe des Ozeans praktisch nutzlos. Das U-Boot würde im Schlamm des Meeresbodens stecken bleiben und dadurch unbeweglich und unzugänglich werden. Wir hätten keine andere Wahl, als die Passagiere dort zu lassen, wo sie gefunden wurden. Auch Tim Maltin, Experte für den Untergang der Titanic, war hinsichtlich der Rettungseinsätze nicht optimistisch. Da Moulton den Standort des Schiffswracks gut kannte, bot er eine realistischere Perspektive auf das vermisste U-Boot. Er vermutete, dass das Schiff aufgrund der schlechten Konstruktion des U-Bootes und des Meeresdrucks wahrscheinlich beschädigt worden sei und Wasser eingedrungen sei. Das U-Boot zu finden war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, und außerdem konnten U-Boote es nicht an die Meeresoberfläche schleppen. Boote auf dem Meeresgrund sind schwierig zu handhaben. Darüber hinaus wissen wir mehr über die Oberfläche des Mondes als über unsere eigene Meeresoberfläche. Daher hielten viele Experten die Rettungsmission für eine Illusion oder einen Schwindel. Als Ocean Gate das U-Boot ins Meer schickte, wussten sie, dass es kein Zurück mehr gab, wenn etwas schief ging. Das Unternehmen stellte sicher, dass die Passagiere wiederholt Formulare zum Haftungsausschluss unterzeichneten. Es scheint, dass Ocean Gate seine Passagiere ohne die Absicht, ihnen zu helfen, ins Meer geschickt hat. Darüber hinaus brachte ein Brief von Branchenexperten aus dem Jahr 2018 erhebliche Bedenken hinsichtlich des Titan-U-Boots und seiner Expeditionen zu den Wracks der Titanic zum Ausdruck. Die Marine Technology Society, eine Denkfabrik für Meeresforschung, kritisierte Ocean Gate, das Unternehmen hinter dem U-Boot Titan, für seinen experimentellen Ansatz und das Fehlen einer unabhängigen Bewertung durch Branchenregulierungsbehörden.
Sie stellten die Frage, ob der Titan von Branchenberatern oder Risikoaufsichtsbehörden hätte bewertet werden sollen. Die Gesellschaft äußerte ihren Unmut über die Behauptungen von OceanGate hinsichtlich der Einhaltung der von DNVGL, einer anerkannten Klassifizierungsgesellschaft, festgelegten Sicherheitsstandards. Nun wurde jedoch bekannt, dass OceanGate nie eine Zertifizierung bei dieser Organisation beantragt hat. In einem unveröffentlichten Interview beschrieb Stockton Rush, CEO von OceanGate, die Titan als ein U-Boot, das speziell für die Erkundung des Wracks der Titanic entwickelt wurde, und wies auf ihre Leichtigkeit und Manövrierfähigkeit hin. OceanGate begründete seine Entscheidung, die Zertifizierung nicht anzustreben, damit, dass diese den menschlichen Faktor nicht ausreichend berücksichtige und Innovationen verlangsamen könnte. Obwohl der Zertifizierungsstatus der Titan weiterhin ein Rätsel ist, enthüllte ein Reporter von CBS News, dass das von ihm unterzeichnete Verzichtsdokument deutlich machte, dass das U-Boot experimentell war und keine behördliche Genehmigung oder Zertifizierung hatte. OceanGate wurde vorgeworfen, vor der Tragödie Sicherheitsprotokolle vernachlässigt und unzureichende Tests durchgeführt zu haben. David Lockridge, der Leiter des Marinebetriebs des Unternehmens, äußerte Bedenken hinsichtlich der Einsatzbereitschaft und Fähigkeiten des U-Bootes. Ihre Bedenken wurden jedoch zum Schweigen gebracht und es kam zu einem Rechtsstreit. Durch diese Situation wurden die Sicherheitsprotokolle von OceanGate offengelegt, das Ergebnis wurde jedoch geheim gehalten. Die Enthüllungen rund um das U-Boot Titan werfen Fragen zu Sicherheitsvorschriften und dem Zusammenhang zwischen Innovation und Industriestandards bei kommerziellen Tauchbooten auf. Obwohl die Auswirkungen tiefgreifend sind, ist der Bericht für das Verständnis der Ursachen der Tragödie von entscheidender Bedeutung. OceanGate war sich der Sicherheitsmängel bewusst, beschloss jedoch, die Operation trotz der Warnungen fortzusetzen. Die angegebene Fähigkeit des U-Bootes, eine Tiefe von 4 Kilometern zu erreichen, erwies sich als falsch, was sich bereits aus Lockridges Bericht ableiten ließ. Obwohl sie für diese Tiefe ein sicheres Sichtfenster hätten gebrauchen können, entschieden sie sich dafür, die Kosten zu minimieren und Materialien zu verwenden, deren Zuverlässigkeit fraglich war. Trotz Warnungen der Marine Technology Society ignorierte OceanGate die Bedenken von Tauchexperten und setzte seinen experimentellen Ansatz fort, der schwerwiegende Folgen für die Branche mit sich bringt. OceanGate ignorierte die großen Probleme früherer Expeditionen und schickte das Titan-U-Boot weiterhin in extreme Tiefen, auf die es nicht vorbereitet war. Sogar bekannte Moderatoren und Drehbuchautoren erlebten während ihrer Reisen mit OceanGate Ausfälle bei der Triebwerkssteuerung und Kommunikationsprobleme. Branchenexperten wie James Cameron kritisierten das Design des U-Bootes und verwiesen auf die mangelnde Zertifizierung des Unternehmens und die mangelnde Einhaltung von Sicherheitskontrollen. Trotz der Warnungen beharrte OceanGate auf seinem Vorgehen und argumentierte, dass standardisierte Sicherheitstests technologische Innovationen behinderten. Dies unterstreicht die Nachlässigkeit und Missachtung von Gutachten und Sicherheitskontrollen durch das Unternehmen. Rush weist seit langem Expertenmeinungen zurück, die die OceanGate-Expeditionen als irrelevant in Frage stellen. In seinem Blog sprach er sich gegen die Einbindung Dritter in den Innovationsprozess aus und zögerte, einem Außenstehenden die Demontage seiner Kreation zu gestatten. Dennoch hat OceanGate einzigartige und faszinierende Aktivitäten durchgeführt und das Interesse von Titanic-Enthusiasten geweckt. Diese Möglichkeiten sind jedoch erfahrenen Forschern und Entdeckern vorbehalten. Auch unsere Missionen zur Bergung der Wrackteile der Titanic waren herausfordernd und gefährlich. Obwohl es für Experten sinnvoll war, in die Tiefen des Ozeans einzutauchen, zielt die Umwandlung in ein öffentliches Unternehmen nur auf Gewinn ab, ohne Sicherheitsprotokolle zu berücksichtigen. Darüber hinaus waren auch die Expeditionen, bei denen die Sicherheit berücksichtigt wurde, mit ernsthaften Problemen konfrontiert. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei dem betreffenden U-Boot nicht um eine Standardkonstruktion handelt, da es nicht aus Materialien wie hochfestem Stahl oder Titan besteht. Im Jahr 2000 ereignete sich ein Vorfall, der Ähnlichkeiten mit der jüngsten Tragödie aufweist und ein Hinweis auf das sein könnte, was noch kommen würde.
Der amerikanische Journalist Michael Gillen erzählte von seiner erschreckenden Erfahrung, als er in einem Tauchboot in der Nähe des Wracks der Titanic gefangen war. An derselben Stelle, an der in der Vergangenheit ein anderes Touristentauchboot verschwand. Während des Tauchgangs stießen sie auf eine starke Unterwasserströmung, die das Tauchboot im Propeller festhielt, während riesige Fragmente der Titanic auf sie fielen. Der russische Pilot mit außergewöhnlichen Fähigkeiten tat alles, was er konnte, um sie zu befreien, und nach fast einer Stunde der Qual gelang es ihnen schließlich, sich zu befreien und sicher zu schweben. Gillen, der befürchtete, er würde nicht überleben, hat tiefes Mitgefühl mit den 5 Personen, die im Touristentauchboot vermisst wurden, und hofft, dass sie sicher zurückkehren. Darüber hinaus betont Gillen, dass das Tauchboot, in dem er sich befand, ein robustes und zuverlässiges Schiff war, das speziell für die wissenschaftliche Forschung unter extremen Bedingungen auf hoher See entwickelt wurde. Interessanterweise führte die kürzlich gescheiterte Touristenreise zur Titanic zur Entdeckung der Überreste des Titans auf dem Grund des Ozeans, jetzt in Einzelteilen. Dr. Gillen und Tyson stellen Fragen zur Eignung des Titan-Tauchboots und fragen sich, ob ein solch riskanter Tauchgang hätte stattfinden dürfen. Sie unterstreichen die Bedeutung gut gebauter und zertifizierter Schiffe für die Erkundung der Tiefsee. Der Kontrast zwischen dem zuverlässigen Mero 1, der für wissenschaftliche Zwecke entwickelt wurde, und den Sicherheitsbedenken rund um den Titan wirft Fragen hinsichtlich seiner Eignung für touristische Expeditionen auf. Beide Experten plädieren für eine Pause bei Titanic-Expeditionen, bis wir die Mängel der Titanen und die Bedeutung der Sicherheit der Ozeane besser verstehen. Darüber hinaus betonen sie den Respekt, der dem Titanic-Wrack als letzte Ruhestätte für viele Menschen gebührt, und die Notwendigkeit, Vorsicht walten zu lassen und Informationen zu sammeln, bevor man sich erneut in die Tiefsee wagt. Die abrupte Entscheidung von OceanGate, den gesamten Betrieb einzustellen, hat ohne weitere Einzelheiten alle in Verlegenheit gebracht. Meinungen zu neuen Erkenntnissen im Zusammenhang mit OceanGate und seinen Tauchbooten können gerne in den Kommentaren geteilt werden.